Willkommen zu einer Runde Man of Medan. Da bin ich ja mal gespannt, was mich erwartet. Oh, da wird jemand zu Grabe getragen. Ein sakralen Raum, christliche Symbole, ein Sarg mit einer amerikanischen Flagge, Löcher am Boden. Und ein Feiervorgang. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Na, gesoffen und benimmt sich wie ein Arschloch. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal ein Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Oh, ein Wahrsager. Was erwartet mich, Alter? Nur so war mal neugierig. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Oh, ein Drachen. Ich gehe mal zum Drachenstein. Das. Ein Fisch. Sieht aus wie ein Fisch? Ein Fischsymbol sieht er. Tod? Warte, was? Oh, das hört sich nicht gut an. Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja. So. Erfahre deine Zukunft. Hältst dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Oh, bist du jetzt gegen Holzpüppchen kämpfen? Ich probier's mal. Naja. Aber geht doch. Bruce Lee. Oh. Da haben wir nicht aufgepasst. Klar. Oder super. Oh, da war ich zu langsam. Naja, wegen einem Schlag. Have a nice day. Hey, naja, zurück zum Schiff.
Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Ja, ich glaube, in dem Zustand wäre es sogar besser. Man geht einfach aufs Schiff, wenn man da so besoffen ist. Frachtraum Nummer 2! Oh, ein Sarg mit Totenkopf. Was da wohl drin sein mag. US 01 08 20 884 C 27 C. Okay. Die zögern nicht lange, da gibt's gleich auf die Fräse. Soweit ich das beurteilen kann, sind diese Männer einfach absolut sturzbetrunken. Er kommt auf die Krankenstation, schmeißt den anderen ins Loch und lasst ihn da. Ja, trinken bei der Armee ist nicht in Ordnung. So, das Schiff legt ab. Was für ein Unwetter. Aha, das hat gescheppert. Oh, oh. Da läuft komische Flüssigkeit raus. Und verbindet sich mit dem Wasser, wird zu Gasen und erweckt wahrscheinlich jetzt die Toten. Oder hat den aber ein Ding verpasst, dass er jetzt noch nicht wach ist. Das nenne ich mal Albtraum. Ach, da war ein Bild. Mein Papa kommt bald zurück. Ach, das ist sein Sohn. Sein Sohnemann. So. Ach du Scheiße. Ach, zum Teufel! Heftig, heftig. So, warum ist er jetzt gestorben? Übel, übel, übel. Da muss man sich mal vorstellen, man macht einen Schrank auf und dann fällt einem ein Toter entgegen. Übel, übel, übel. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch was entdeckt. Ne.
Ich glaube, hier sieht man nichts mehr. Es mich wundert, dass er jetzt hier keine Meldung macht. Ist eigentlich hier noch irgendwas? Nö. Okay, gehen wir mal raus. Ach, das war der Schlüssel zur Tür. Na, das ist ja mal einfach gelöst. Geht's denn hier lang? Okay, hier. Aber so ziemlich ruhig, finde ich. Also dafür, dass er auf dem Schiff ist und eigentlich high life. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Ja, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier! Oh, da wurde geballert. Oh, was war das denn? Alter, hier werden ja ständig Leute erschossen. Was zur Hölle? Oder die Zombies sind erwacht und die ballern da schon drauf. Alter, was war das denn? Kleiner Junge? Zu. Was guckt der da jetzt in den Spind rein? Okay, wir gehen mal hier lang. Müssen wir nicht die ganze Zeit auf unseren Kameraden erwarten, wenn der da irgendwie in den Spind starrt. Charlie, hilf mal! Oh, das hat nicht geklappt. Noch ein Toter. Mann, es wimmelt ja nur von toten Menschen da. Scheiße. Ich hoffe trotzdem, dass sie da rauskommen. Los, macht die Tür auf. Übel, übel. Aber der wurde aber erschossen, oder? Wie das aussieht. Das Blut da an der Wand. Verdammt. Noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Oh, verdammt. Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch so wie vollkommen der putzmunter. So wie der aussieht, hat er sich aber zu Tode erschreckt. Der sieht nicht so aus wie, ja, oder er hat einen Krampfanfall gehabt. Er sieht nicht so aus, als wäre er erschossen worden. Hier sind wir auch falsch. Ich finde, in dem Spiel sieht man manchmal gar nicht, wo man herkommt. Das ist halt nicht so eindeutig, finde ich. Gehen wir hier lang.
zwar ein paar Leichen gesehen, aber so richtig was los ist da noch nicht auf dem Schiff. Also, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Oh, schöner Fuhrpark. Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Ui, Alter. Hey, hab ich Chuck? Mich erschrocken. Hast du den Jungen gesehen? Nee. Bist du Mann. Okay? Ja, wir bauen aber ein paar Schocker ein hier. Leck mich an den Tisch. Ob man das nicht um Stuhl scheiße. Aber da liegt doch schon wieder eine Leiche. Charlie, komm mal her. Alter, und alle wieder so komisch erstarrt. Ja, das Beste, was man machen kann. Bewaffnung ist immer gut. Gerade in der Situation. Ist natürlich die Frage, was da passiert. Also, wenn die anderen Soldaten die Zombies nicht aufhalten konnten, ist die Frage, ob wir das überhaupt können. Das ist schon wieder ein kleines Kind. Ja, merkwürdig. Auch erstarrt. Das ist ja ein heftiges Szenario. Charlie! Alter, der sieht aber auch gar nicht so lebendig aus. Da passiert nichts, wenn ich auf den ballere. Ich habe da nicht daneben geschossen. Alter, der sieht ja aber echt übel aus. Oh nein, nicht er auch. Boah, scheiße. Die bekommen alle einen Herzinfarkt oder wie?